Hoffentlich komme ich hier wieder raus. Nichts zu sehen. Ich spüre keinen Herzschlag. Was zum Teufel? Ein Unhold. Noch nicht lange tot. Was es wohl umgebracht hat? Oh oh. Noch eine Spur, aber sie ist zu klein für einen Bies. Und hier haben wir eine Kiste. Nehmen wir gleich mal alles mit. Die Pilze auch. Okay, und was ist hier passiert? Die haben beide viel Blut verloren. Sie haben gekämpft. Pfotenabdrücke. Der Kampf hat eine Weile gedauert. Und jetzt? Ein toter Unhold. Moment. Hier sind auch wieder... Was ist das? Blutige Feldstücke. Das zweite Biest hatte eine andere Farbe. Ein Short, das muss es sein. Hat wohl mit dem Bies um sein Territorium gekämpft. Ich muss ihn irgendwie herlocken. Ein Schornt. Okay. Und wie locke ich ihn her? Okay, wir müssen etwas vorbereiten. Okay, wir müssen einen Köder vorbereiten. Alles klar. Müssen wir gleich mal gucken. Alchemie. Dann können wir das ja gleich mal herstellen hier. Sehr schön. Mal gucken, wo haben wir das? Blaues Mutagen, grünes Mutagen. Wo ist das, was wir für die Quest zubereiten müssen? Ist es das? Ja, das ist es. Wir haben den Köder. Und jetzt? Jetzt müssen wir den Köder auslegen. Verteile 4 Köder in den Hügeln. Ja, super. Okay. Na! Ah. Also gut. Ein Köder hier, aber ich muss den Köder erstmal ausrüsten. Genau. Wo ist der Köder? Hier. Okay. Erstmal ausleeren. Einmal. Geschafft. Das müsste die Aufmerksamkeit des Shorts auf sich ziehen. Ein Short. Leider habe ich im Bestriarium nichts stehen, was ein Short ist. Das könnte natürlich sehr happig für mich werden. Bevor ich den letzten Köder ausstreue, sollte ich mich noch vorbereiten. Ich brauche auf jeden Fall mehr Schwalbe. Das ist eins, was sicher ist. So. Okay. Dafür muss den ich mich... Den Geruch dürfte es meilenweit riechen. Das ist doch schon mal was. Deswegen warten wir mal ganz kurz. Leider nicht mehr die Igni-Intensität, aber egal, ich habe wenigstens alle Tränke voll. Kann mich dem Monster stellen. So, der letzte Köder. Die Bestie taucht garantiert auf. Ich muss nur in der Höhle warten. Also wieder zurück zur Höhle. Hier ist der Höhleneingang. Ja. Da! Jetzt warten wir. Wow. Komm schon! Na dann! Die Banditen im Wehrschlagen aus ihr. Oh, verdammt nochmal! Wow! Das Viech ist ja ein zu groß gewordener Steinbock! Oh, 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 langsam, langsam!
Ich glaube, ich brauche Gwen dafür. Ja. Da! Boah! Dann nochmal! Schrei mich nicht an! Jetzt gibt's eins auf die Brezel! Verdammt nochmal! Na los! Boah! Junge, Junge! Kein Wunder, hat er diesen Unhold zerfetzt. Scheint richtig riesig zu sein, das Monster! Ah. Ja, komm her! Du Büffel! Na los! Hopp! Zack, zack, zack! Ich brauche einen besseren Trank. Ein Schlückchen Wasser. Okay. Donner. Und los geht's! Ja! 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 Nimm das! Boah! Okay. Ganz schön gut, ganz schön gut. Daneben! Taro, Taro, mein Stierlein. Na los! Taro! Ich habe leider kein rotes Tuch für dich. Aber ein Silberschwert! Nimm das! Hässliches Drecksmonster, das war's! Erledigt. Gib mir deinen Kopf. Als Trophäe. Sehr schön. Dann gehen wir mal unsere Belohnung holen. Also 300 Goldstücke. Goldstücke. Ding, Kronen sind dafür aber ganz schön happig gewesen für so ein Riesenmonster. Hätte ich ruhig mehr verlangen können. Naja, was soll's. Aua. Das nehme ich mal mit. Ja, ja. So. Also zurück ins Dorf. Unsere Belohnung holen. Ist ja nicht weit von hier. Mal schauen, was bringt dieser Kopf? Bonuserfahrung bei Monster. Ja, super, aber warum nicht mal ein bisschen mehr? Immer 5%. Das ist zwar jetzt mal ein bisschen stärkeres Monster und trotzdem so wenig. Na egal. Ah, da ist ja das Dorf. Sehr schön. Ich bin zurück. So, mein Freund. Mein guter Jäger. Ich habe dein Riesenmonster geschlachtet. Was denn? Wie, was denn? Dein Monster ist tot. Was zum Teufel? Im Wald in der Nähe war ein Short. Der hat mit einem Bies um sein Territorium gekämpft und ist aggressiv geworden. Ein Short, ein Bies? Was wollen die von uns? Kommen da noch mehr? Paktieren sie gegen unser Dorf? Wohl kaum. Ich halte die Augen offen, ob da draußen noch mehr ist. Alles Gute, Hexer. Hier, nimm die Börse. Das ganze Dorf hat gesammelt. Gut. Danke. Pass auf dich auf. Dafür hat sich mein Geld auch mal gelohnt. Ich meine, das Monster war ja riesig. Gut, auch diesen Hexerauftrag haben wir und wir sind Stufe 21. Jawoll, ja. Sehr schön. Okay. Dann gucken wir mal, was es noch zu tun gibt. Reise nach Skelligan, das machen wir jetzt gleich. Demnächst, Nebenquests haben wir tatsächlich nur noch... Gwent spielen, Rennen, meisterliche Schmiede, aber das ist alles in Velen und Skelligan. Hoher Einsatz, das ist auch nur in der Passiflora Gwent spielen, in dem Gwent-Turnier teilnehmen. Ich kann nicht so gut Gwent spielen. Ich bin ein Hexer. Der Betrunkene von Ochsenfurt könnten wir noch machen, ist aber zu hohes Level. Herr des Waldes könnten wir auch noch machen. Ist aber auch ziemlich hohes Level. Ziemlich... Ich weiß nicht. 25, bin gerade mal 21. Wird noch warten. Aber wir könnten die Verbesserung der Katzenschule suchen.
Weil wir haben ja jetzt alles, was die Katzenschule braucht. Könnten wir auch noch die Verbesserung der Katzenschule und der oder die Wolfsausrüstung könnten wir suchen. Die erste Wolfsausrüstung wäre nämlich hier. Das sind 6 Teile. Die würde ich halt auch noch schnell suchen. Und dann könnte ich nämlich ganz schön viel schmieden und machen und neue Ausrüstung und neue Waffen. Das ist sogar gleich hier. Wow. Oder? Nee, komm schon, muss schnell reisen. Alles klar. Und so wie es aussieht, muss ich nach Kaer Morhen. Ach herrje. Wie komme ich denn nach Kaer Morhen? Muss ich... Weltkarte? Weißgarden? Ich komme gar nicht nach Kaer Morhen. Ich komme nur nach Skellige'n. Novigrad? Isimar? Weißgarden? Hm. Kaer Morhen? Ah, da oben. Alles klar. Dann gehen wir mal nach Hause. Warum nicht? Nur dass es da keine Schnellreise gibt, ne? Das ist natürlich jetzt blöd. Wir können gar nicht zurück nach Kaer Morhen. Das ist ja schade. Ich kann hier nirgends anreisen. Zu schade, dann muss das mit der Wolfsausrüstung noch warten. Junge, die prügeln sich da. Gut, dann doch was anderes. Doch nochmal ein Hexerauftrag? Nein, die sind zu schwer. Da muss ich später hin. Wolfsschule kann ich vergessen. Dann die Verbesserung der Katzenschule. Ist zwar auch Level 23, aber das sollte ich eigentlich ohne Probleme finden. Wo auch immer das sein mag. Hier... Oh, dort drüben, da war ich ja noch gar nicht. Da kann ich dann auch gleichzeitig die Fragezeichen abklappern. Das ist super. Und in Ochsenfurt. Wer hätte das gedacht? Na gut, dann reisen wir als erstes mal nach Ochsenfurt. Achso, ich muss erstmal eine Schnellreise auswählen. Ja. Achso. Ich stehe davor und will weg. Nicht mehr so über. Gut. Dann geht's nach Ochsenfurt. Das ist Novigrad. 7 Katzen. Ochsenfurt. Alles klar. Tatsächlich in der Stadt von Novigrad. Was ist das? Oh, die Wache kann fliegen. Manche leben noch, wenn ich sie ins Feuer werfe. Im Leben muss man was wissen. Einer von Huren so. Abenteuer. Frau. Wir müssen irgendwie... Hoch? Hier hoch? Ich muss da rein. Von der anderen Seite. Die Leiter habe ich gar nicht gesehen. Hey du, hast du Stufenkohlen gesehen? So, mal gucken. Ist die Tür offen? Die Tür ist tatsächlich offen. Hallo? Ja? Wie geht es euch? Ich suche was. Was ich sicherlich nicht hier finden werde, aber wer weiß. Was ist da drin? Ist noch irgendwo weiter runter. Diese Bauern haben sich nur hier verschanzt. Aber irgendwas muss die Katzenschule hier gelagert haben. Eine Kiste. Haha! Dieses Schema kannst du nicht gebrauchen, Städter. Ein Droide. Ein Droide. Ein Droide bin ich auch nicht. Ich bin ein Hexer. So. Was hätten wir schon?
Warum auch immer das hier drin war, weiß ich auch nicht. Aber gut. Dieser hier atmet noch. Ja, kann sein. Was ist manche leben noch, wenn ich passiert? Sie ins Feuer werfe. Was? Ich bin ein Hexer. Erlauben, dass keine Lebende sind. Pass auf, kleiner Hexer, dass du nicht in die Yaruga fällst. So. Gut. Das war schon das Silberschwert. Dann gehen wir gleich mal weiter gucken. Wo auch immer das sein mag. Hier. Ja, gut. Dann können wir ja gleich mal eine Schnellreise machen zum Anwesen. Da gibt es dann... Das ist die Reiterquest wieder. Die, wo um die Wette reiten. Nee, dann brauchen wir die nicht machen. Dann gehen wir nach Est-Tayar. Und dann können wir das hier alles abklappern, während wir dann noch die Katzenausrüstung hier holen. Perfekt. Das trifft sich gut. Und hier unten waren wir auch, aber es war nur ein Schleifstein. Okay. Alles klar. Auf geht's. So. Ah, das Versteck von Philippa. Oder das ehemalige Versteck von Philippa. Hier bin ich also. Eigentlich war das ja ein Elfenversteck. Aber egal. Wir müssen hier quer durch den Wald. Das ist das erste Fragezeichen. Ich glaube, wenn ich die Fragezeichen habe, dann haben wir alles abgeklappert. Gibt es fast nichts mehr zu tun, mein Wählen. Dann geht's los nach Skelligan. Die anderen Schatzsuchen kann ich auch ein anderes Mal machen. Ich glaube, wir müssen sowieso nochmal zurück. Wölfe. Super. Weg! Weg! Hier habe ich ein Stöckchen! Ein Stahlstöckchen! Mit dem ich euch den Kopf abschlag! Verdammte Bestien! Weg mit euch! Euer Futter solltet euch woanders suchen. So. Und sein ganzes Rudel ausgelöscht. Das noch. Ein bisschen Fleisch. Dem auch noch dieses Herz. Und weiter geht's. Was zum Teufel? Was ist das da vorne? Eine Art Unhold. Ein Waldschrat. Gegen die wird sicherlich Igni gut sein. Aber er greift mich gar nicht an. Er interessiert sich gar nicht für mich. Oh! Wow! Was? Hey, was soll das? Ich mag kein Unkraut. Brenn lieber mal! Was zum Teufel? Oh! Was? Dieser Waldschrat ist ja ganz schön... Den juckt ja gar nichts. Hey, du brennst! Du bestehst doch aus... aus Holz! Was? Na los! Was ist denn das für eine Brühe, was du da ablässt? Schrei nicht rum! Du könntest noch Tote wecken! Also gut, das war's, mein Freund! Du wolltest dich mit mir anlegen. Selber schuld. Was war das? Das war eine Zauberei. Das war äußerst komisch. Dieser Wald ist echt sonderbar. Hm, sehr schön. Und ein Schwert. Stimmt, ich lass mal gucken. Ich habe hier so vorher ein paar Schwerter gekriegt. Vielleicht sind die gar nicht mal so schlecht. Oh je. Oh je. Das ist ja gar nichts. Naja gut. Wir sind ja auf dem Weg zur Katzenschule. Also gut. Den bewachten Schatz hätten wir. Von diesem Waldschrat. Jetzt gehen wir kurz das Schema der Katzenschule holen und dann hier die zwei, drei Fragezeichen noch. Dann hätten wir hier auch alles abgeklappert. Dann gibt es wirklich nicht mehr viel zu tun. Hoffe ich.
ich hoffe, dass das hier Wölfe. Den muss ich mal nicht über den Weg laufen mal wieder. Oh, was war das gerade? Ich glaube, das war Moos. Nein, das waren die Pilze. Ah. Ich weiß nicht, ob ich diese Art schon gesammelt habe. Oh oh. Oh oh. Nee, lassen wir das mal. Pilze gibt's hier in Hülle und Fülle. Okay, ich weiß gar nicht, ob ich richtig bin. Aber ich glaube schon. Ich laufe einfach mal in diese Richtung. So. Das? Ein Nest? Und das Nest? Leer, abgesehen von Nahrungsresten. Hm. Ah! Fest. Wir ziehen dir die Haut ab. Oh, Banditen. Ich wollte euch eigentlich nicht stören. Lass ihn nicht zu Atem kommen. Ja, ja, ich lass dich nicht mehr zu Atem kommen. Ich dir den Schädel von den Schultern schlag. Und dir genauso. Ihr hättet ruhig hier verweilen können. Ich hätte euch nichts getan. Aber ihr wollt ja immer kämpfen, wenn ihr mich seht. Weil ihr meint, einen Hexer kann man ruhig ausrauben. Oder schnell ausrauben. Was ist das? Eine Ruine. Ist das mein Ziel? Es scheint ein altes Gebäude der Katzenschule zu sein. Warum ist dieses Anwesen heruntergekommen? Abgebrannt. Was ist das? Das Haus ist komplett zerstört, aber der magische Kreis ist intakt. Das ist wohl ein verschlossenes Portal. Ich muss den Schlüssel finden. Okay. Und wo gibt's diesen Schlüssel? Vor allem, wo ist die Ausrüstung? Hier muss irgendwo diese Ausrüstung sein. Das ist auf jeden Fall ein Gebäude der Katzenschule, aber ich finde nicht die Ausrüstung. Hm. Vielleicht, wenn ich was über dieses Anwesen herausfinde. Dann finde ich auch die Ausrüstung. Eine Leiche verbrannt. Vielleicht hier oben in dem Schrank, der übrig geblieben ist. Vielleicht habe ich ja Glück. Nein. Aber diese Kiste. Ah, die Kiste. In der Kiste, tatsächlich. Was ist das? Ein Tagebucheintrag. Trotzdem will ich herausfinden, was es mit diesem Kreis da unten auf sich hat. Aha, ein Magier hat hier gelebt. Er hat das Schema wahrscheinlich von irgendjemand abgekauft. Verstehe. Trotzdem muss ich diesen Schlüsselstein finden. Moment mal, was ist das? Was mag das wohl bedeuten? Irgendwas muss ich geöffnet haben. Schauen wir mal unten nach. Vielleicht ist der Stein doch hier irgendwo versteckt. Oder auch nicht. Komisch.
äußerst merkwürdig. Ich nehme solche Schwingungen wahr. Wo muss ich denn da hin? Ja. Ja, bitte. Na toll, ich muss nach Novigrad zurück, um herauszufinden, was hier passiert ist. Okay. Aber hier gibt's keine Schnellreise. Nach Novigrad. Gut, aber bevor ich nach Novigrad gehe, schaue ich mir noch die zwei Fragezeichen an. Aber mit Plötze. Da bist du ja. Gut. Auf geht's, Plötze.